Boah, ey, Dänemark kommt dir ja immer näher. Deswegen, ja. Ja, das muss so. Oh, die sind schon die ganze Zeit über mir. Aber haben keine Ansprüche auf dich, ne? Nee, nee. Wir haben eine gute Beziehung. Die schielen hier eher Richtung Mitteleuropa, ja. Ja. Bei mir gibt's ja nichts zu holen. Na gut, wer will schon zu dir hin, ne? Ja, dann im Osten, da will er keinen hin. Das ist ja eh alles nur Steppe da. Guck dir mal die Entwicklung an, ja. Das gibt's doch nicht. Das ist verfickt, ne, Bang. Ah, der Honky Tonk wurde wieder von Tang überholt. Ja, das werden wir leider ändern. Ich muss nur diese Rebellen hier loswerden erstmal. Ein Kopf an Kopf an. Na gut, wenn er sich jetzt irgendwann Marathas holt, dann... Allein Marathas hat ja schon 952, also dann wäre er unangefochten Spitze. Gut, gut, hier sind alle in Positionen. So, die garantieren immer noch die Unabhängigkeit, sehr gut. Bauen können wir nichts. Kuhreserve ist mehr oder weniger am Anschlag. Jetzt muss ich gleich mal ein Päuslein machen. Charme, kommst du mal wieder mit in den? Ja, so haben wir das Ding noch. Abbrechen. Gut, warten wir halt noch einen Monat. Krieg muss man sich aber Zeit lassen. Also habe ich Oi als Vasallen. Delfinio, schaff doch Sachsen, oder? Was sagst du? So, jetzt muss ich mal kurz hier meine Armeen. Sieht doch einfach aus, oder? Klar. Ja. Sachsen gründet gleich Deutschland, pass auf. Ja, so viele Sachen, kann man machen. Kämpfen. Führen da nur alleine Krieg gegen Dänemark, Bayern, Pommern, England und Niederlande. Und Sachsen gibt bald nicht mehr. Mal kurz einmal eine Truppe in Bewegung setzen. Dann gibt's ja gar keinen Kaiser mehr. Ja, juckt das irgendjemand, ob es einen Kaiser gibt oder nicht? Naja, du hast ja dein eigenes Kaiserreich. Ja, doch jeder inzwischen, oder? Frankreich noch nicht. Ja, England noch nicht. Dänemark auch noch nicht. Hä, warum nicht? Dänemark stinkt ja auch. Hä, wenn man über 1000 Entwicklungen hat, kann man doch zum... Theoretisch, wenn du unabhängig bist und alles. Ja, eigentlich kann man Kaiser. Kann man Kaiser werden, ja. Musst du die Entwicklung nicht selbst haben? Vielleicht haben die einfach Vasallen, die... Keine Ahnung. Na, Frankreich ist ja unabhängig unter 1151 Entwicklung. Ja, auch nicht. Aber sind nur Königreich. So, mal schnell hier ein Schwein niederschlagen, bevor die Sache weiter eskalieren kann. Honky Tonk rügelt schon mal wieder demokratisch sein Volk nieder. Das Volk soll entscheiden, mit all ihren Waffen. Wie hat Karl Marx schon gesagt, es ist im Interesse der Arbeiterschaft, die Gewehre niemals an die Regierung abzugeben. Ja, so. Immer dran denken, vorwärts immer, rückwärts nimmer, ne?
Rückwärts immer, vorwärts nimmer oder so, keine Ahnung. Kommen nicht aus dem Osten. Der Honey. Oder Honey. Muss ich die Spaß. Das ruckelt schon wieder so hart. Was? Es glitscht? Es ruckelt. Also bei mir nicht. Ist ja auch nicht Host. Bei mir ein bisschen. Wenn ich die Karte verschiebe. Ja, ich muss die ganze Zeit die Karte verschieben. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen das Problem, ne? Also ich muss nicht, aber... Wäre vielleicht gut, wenn ich immer wieder mal gucke, wie alles läuft. Toleranz des wahren Glaubens. Ist schon praktisch, ne? Minus 12 Unruhe. Für was? Ne? Na, Toleranz des wahren Glaubens. Hier wird nicht toleriert. Was soll das? Keine Toleranz mehr. Pause hier, ich sehe hier. Was, ein Honky Tonk schon wieder am Verlieren? Nee, so schlimm ist nicht. Oh, er führt Krieg gegen Marathas. Ja, ich habe das Bündnis so ein bisschen ausgehebelt. Würdet ihr bitte ankommen rechtzeitig? Also bitte, komm noch mal an. Kommen wir an? Oh, ihr kommt rechtzeitig an, ein Glück. Kommt. Oh, okay. Jetzt muss ich mal kurz diese Festungsbeladung aufhören. Ja, mehrere in den Schlacht werfen, als ich gedacht hätte. Bitte ankommen. Moment, weiß man noch schon den Anführer zu, damit das nochmal besser wird. Gott, reicht das? Alter, es reicht immer noch nicht. Ich glaube, die sind nicht mehr rechtzeitig da jetzt. Scheiße. Ah, das ist ein harter Schlag. Ach. Die müssen da alles in die Schlacht geworfen haben, dass sie da hatten. Na geil. Ach, scheiße, verloren. Geht ja wenigstens ordentlich weit weg. Ja, danke. Nicht, dass ihr einfach nur 2 Meter weit geht und dann da einfach wieder stehen bleibt, wie ihr es gerne tut. Und dann sofort zerhackstückelt werdet. Ja, also ich muss erstmal hier oben Frieden schließen vielleicht. Was heißt, ihr wollt nicht? Ach, fick dich doch. Lauft mal weg, bis ihr euch geholt habt. Kämpfen bis zum letzten Mal. Ja, ich glaube, das wird nichts mit dem letzten Mann kämpfen. Ja, läuft für Sachsen, sieht doch gut aus. Jetzt kann ich aber euch raustreiben, oder? Ja, vielleicht dann wieder an. Die Kriegsrevolution gibt mir Arbeit, gell? Jetzt schon wieder Punkte für irgendwas ausgeben. Die sind da draußen einmal, die drin beide. Wobei ich nichts zu tun haben da. Ah. Rückzug. Ich schaff mich in die Scheiße. Ja, da brauche ich gar nicht mehr 80. Ah, die schnell genau. auf einen gehen. Hallo, würdest du dich mal... fick dich doch mit dem Geruckel hier. Kann man die Einheiten nicht richtig auswählen? Das kann ja nicht so richtig.
kann ja nicht so richtig sein. Was? Als Papst kann ich die Religion wechseln. Bitte. Konvertiere. Ja, meine Religion. Konvertiere zum Katharismus. Na, mach doch nicht. Was ist denn der Katharismus? Ach so. Eine Unterbewegung des Christentums. Ist das nur die Katzen? Nee, lass mal, mag mich denn halb Europa nicht mehr. Ja, den mag eh keiner. Was doch, ich bin der Papst. War auch schon der halbe leer. Ich bin der Papst. Was ich sage, ist Gottes Gesetz. Ich habe immer recht. Ja, du glaube ich nicht Gott. Okay, ja, die können ein bisschen diese unwichtigen Orte belagern, während ich jetzt ihre Festungen besetze. Moment, wird von Sint besetzt oder so? Ja, ich übernehme Festungen und kriege ordentlich Punkte und ich übernehme den Rest. Das klingt auch nach einem fairen Deal. Nutzt du etwa wieder deine Verbündeten aus? Ja, das ist schon durch. Aber jetzt besetzen sie gerade so ein bisschen unwichtiges Land von mir. Oh, Marathas hat ja auch ganz schön viele Ansprüche auf dich, ne? Das sagst du jedes verfickte Mal, weißt du das? Jedes fucking Mal, seit sie Maratha gegründet hat, sie haben die permanente Ansprüche da drauf und jede Runde wieder sagst du, ja, die haben ganz schön viele Ansprüche auf dich. Ja. Die haben ganz schön viele Ansprüche auf dich. Ich wollte es auch mal sagen. Ich bin 100% sicher, nächste Runde wirst du das wieder sagen. Ja, schreibe ich mir auf, dass ich dann denke. Jetzt sage ich immer noch im Zug, oder? Ja. So, 30% haben wir hier schon. Ja, jetzt langsam muss ich mal Frieden machen. Können wir die Festung da unten noch eine oben? Nein. Ich will mal Leertaste drücken, um Pause zu machen, weil ich das so hart gewohnt bin. Ja, durch den Kampf muss ich jetzt nur noch durch. Das ist gar kein Problem. Diesmal habe ich meine Truppen ja hier und kann sie alle in die Schlacht werfen. Dann können wir diese 35er-Dings hier nochmal erobern. 35er-Dings. Das ist nicht. Die Armee so hart zusammenzuknallen ist keine gute Idee als menschlicher Spieler. Ignorieren wir einfach. Komm schon, jetzt nimm doch immer diese Festung hier einfach fick nochmal. Na komm, 35%, jetzt komm. Ach, das gibt's doch nicht! Jetzt werde ich mich gleich nochmal ankommen schon. Wenn nicht alle auf dem Haufen stehen bleiben. Bitte diese Festung jetzt einnehmen, komm. Ich hätte gerne auch diese extra Prozente, die ich dadurch bekomme. Nein, jetzt greifen sie mir natürlich nochmal an, die Pisse. Pause. Hallo, warte doch Pause. Easy. Okay. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was ich brauche. Ich werde nicht alles bekommen, was ich bräuchte, um zu gründen. Und ich kann den Krieg nicht mit mir weiterführen. Ich brauche 3 Provinzen. Mandu, Phila. Wie nein? Ja, nö. Das ist kacke, ich brauche diese 3 Provinzen. Ja, mach's noch ein bisschen länger, Krieg.
Und zwei geben sie mir nur die Pisse. Vielleicht aber alle drei. Weißt du was, ich mach noch ein bisschen länger Krieg, ja. So sieht's aus, ne? Oh, bitte kommt rechtzeitig an, damit ich diesen Kampf jetzt nicht verliere. Ach nein, jetzt kommt der Kampf vorher nochmal zum... Ach. Das ist alles schon ein Elend hier, ein Elend ist das doch schon wieder. Warum geht denn das nicht? Ja, weil die wahrscheinlich noch ihre Hauptstadt halten, ne? Oh! Puh, die kamen gerade noch rechtzeitig an. Gut, 36.000 Rekrutenreserve haben wir noch. Ah, das ist nicht mal lustig hier. Ich glaube, ich kriege nicht alle drei Provinzen. Da steht ein 150.000er Stack vom Feind. Fick mich. Oh, ich habe ihn besiegt. Ja, geil. Faire Bedingungen. Reicht's denn jetzt vielleicht aus? Nee, ich muss noch mindestens eine Festung erobern. Oh, es gibt Island. Die sind ja eine Republik. Demokraten. So, bitte entfernt euch mal, damit ihr nicht mal alle auf dem Fleck steht, weil das ist echt schlecht für die Gruppenreserve. Ich habe nur noch 30.000, das ist... Jetzt kommen sie da drüben wieder angeschissen. Ach, dieses ja, jetzt muss ich wieder meine Truppen verschieben. Hallo, bewegt ihr euch mal? Nein, ist die Antwort. Oh, Delfino prügelt schon wieder auf die Kleinen und Schwachen, ey. Boah, scheiße, der ist der Truppe verloren. Ich hab bloß einen Fehler gemacht. Was denn? Ich hab vergessen, meine Festung wieder hochzuschrauben, weil ich wollte Geld sparen. Du kannst so. Das ist so ein Haken unten. Automatisch Festungsunterhalt bei Kriegsabwehr. Ja, es geht ja auch automatisch. Jetzt wieder. Aber das dauert ja eine Weile, oder? Ja, bist du gar nicht so mit davor, das dauert dann ein bisschen. Oh Gott, mein Ami muss dann erstmal richtig durchgedrillt werden. Ich glaube, der Drill ist so richtig hart weg nach der Sache jetzt hier. Ach nee, so heben sie doch noch Nationalisten, sollen die uns. Das möchte ich ja gar nicht sehen. So, können wir die zerschlagen? Ja, wir können sie halt nicht schlucken, ist das Problem. Rekrutenreserve ist gleich alle. So eine Scheiße. Komm, nimm irgendeine Festung ein. Irgendeine. Ist mir egal, welche auch. Oh! Sie akzeptieren meinen Frieden. Geil. Akzeptieren sie den auch, wenn ich so mache? Nee. Okay, jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich auch wirklich die richtigen Provinzen erobere.
leuchten auch nur die drei? Ja. Das ist Mansur, Mando und